Diversity Ball trifft traditionelle Wiener Ballkultur auf ein rauschendes Fest der gelebten Lebensfreude und Vielfalt. Bereits zum 12. Mal findet dieser bunte Abend statt und trägt heuer das Motto Be what you want to be. Diesen Ball gibt es, weil wir wirklich überzeugt sind, ja, dass es gesellschaftliche Vielfalt braucht. Wir sind so und so wie wir sind, so sollten wir zusammen leben und arbeiten und die Gesellschaft vorantreiben können und nicht ausgrenzen. Ja. Gegen soziale Härte und gegen Ausgrenzung, sozusagen, dafür steht der Ball. Ihr überlegt euch jedes Jahr ein besonderes Motto, das auch immer eine Message beinhaltet. Was ist heuer das Motto und wieso? Das Motto ist Maskerade. Wir haben die Maske genommen als Zeichen des Respekts vor Andersartigkeit, sodass wir eigentlich unvoreingenommen dem anderen begegnen können. Wie viel Maske tragen wir denn im gesellschaftlichen Leben? Also leider Gottes, wenn man da bestimmte Spielregeln einhalten will und muss, tragt man irrsinnig oft Maske. Also ich denke mir das oft, wenn ich jetzt ehrlich zu mir selber bin, bin das gerade nicht ich. Aber es geht manchmal nicht anders. Man muss sich dran halten, sonst darf man nicht mitspielen. Sonst müsste man klassisch auf die einsame Insel. Oh, ich glaube viel. Ja. Deswegen finde ich super, dass heute Mitternacht die Masken abgenommen werden. Und ich glaube, wenn man wo authentisch sein darf, dann hier. Dieser Ball ist besonders, weil es eine unfassbar gute Stimmung gibt und sich die Menschen, die hierher kommen, wirklich inkludiert fühlen. Es treffen sich wirklich alle Schichten, Menschen mit und ohne Behinderung, alte Menschen, junge Menschen, alle Menschen, die guten Willens sind.